Wie oft am Tag nutzt ihr auf dem Handy eine Karte? Und was genau ist das, was ihr da seht? Karten scheinen neutral. Sie bilden die Welt ab. Im Großen die Kontinente, im Kleinen die Nachbarschaft. Sie sind das Grundgerüst unserer Welt. Karten zeigen, wie die Welt ist. Oder? Vertrau keiner Karte, denn sie will dir immer eine Geschichte erzählen. Wer eine Karte macht, hat die Macht zu entscheiden, was erzähle ich und was erzähle ich nicht. Damit sind sie wie andere Arten des Erzählens ganz machtvolle soziale Akteure. Wie jetzt? Stimmen unsere Karten also nicht? Sind sie gar nicht neutral, sondern haben eine Agenda? Und beeinflusst uns die? Wenn Karten die Wahrheit über die Welt sagen und es nur eine Welt gibt, wie ist es dann möglich, dass es so viele Karten gibt? Fangen wir mal ganz groß an. Mit ihr hier, unserer Erdkugel. Können wir die neutral abbilden? Klar, mit dem Globus. Doch der ist ja nicht gerade handlich, vor allem wenn es um größere Maßstäbe geht. Genau die aber verlangten Seefahrt und später militärische Expansion. Deshalb wurden faltbare Karten erfunden. Nur wie kriegt man eine Erdkugel auf eine Landkarte? Schön saftig. Sie sehen, es bleiben immer Lücken und Hügel hier. Wir können damit keine Fläche schließen. Wir können das gewissermaßen nicht auf das Papier bringen. Geometrisch ist die Sache nicht so einfach. Wir müssen verzerren, als wäre die Orangenschale elastisch. Damit verschieben wir aber Punkte auf der Karte und müssen entscheiden, was zerren wir wohin. In jedem Fall beeinflussen wir das Bild. Jede Karte oder zumindest jede Weltkarte muss entweder aufgeben, flächentreu oder winkeltreu oder längentreu zu sein. Er hier, Kartograf Gerhard Mercator aus Flandern an der Nordsee, entwickelte im 16. Jahrhundert die lange Zeit bedeutendste Weltkarte. Er entschied sich dafür, die Flächen zu verzerren. Er legte eine Mittellinie um die Erdkugel, sodass Europa, Nordamerika und Russland oben waren. Von dieser Mittellinie aus projizierte er jeden Punkt geradlinig auf einen gedachten Zylinder. Je weiter Punkte von der Mittellinie weglagen, desto weiter zog er sie auseinander und vergrößerte sie. Diese Mercator-Karte verzerrt in erster Linie polnahe Gebiete, also Europa, Nordamerika, Russland. Was hier schön deutlich wird an der Größe Grönlands im Vergleich zu Afrika. Also Grönland und Afrika sehen hier etwa gleich groß aus. Wie ist das in echt? Wenn wir uns das Ganze auf dem Globus anschauen, stellen wir fest, Afrika ist 14 Mal größer als Grönland. Die vielleicht bekannteste und auch wirkmächtigste Kritik an dieser Mercator-Karte kam in den 70er Jahren von einem deutschen Kartografen und Journalisten namens Arno Peters. Denn er argumentierte ganz stark aus der Perspektive, dass die Mercator-Karte, wie er es sagt, letztlich Abbild eines quasi westlichen Überlegenheitsdenkens ist, einer Zeit des Kolonialismus. Okay, aber hatte Peters eine andere Idee? Gibt es Alternativen? Wie handelt er das Orangendilemma? Die Projektion, die Peters vorschlug, war nicht winkeltreu. Deswegen erscheint uns diese Karte heute sehr verzerrt. Die Kontinente wirken die Länge gezogen. Dafür ist diese Karte weitgehend flächentreu. Das war Peters großer Anspruch. Sie sei also eine Karte einer gleichen demokratischen Welt. Also er hat das sehr emphatisch auch verkauft. Auf Peters Karte sehen wir, wie groß die Flächen wirklich im Verhältnis zueinander sind. Afrika ist im Vergleich zu Grönland nun deutlich größer als bei Mercator. Und Europa, Nordamerika und Russland sind deutlich kleiner. Wie erfolgreich war die Peters Karte?
Die Karte fiel in die Zeit und in diesem Kontext hat er sie auch hergestellt, der Entwicklungshilfe, der Programme für die Dritte Welt. Und da war eben eine der Forderungen, Unterstützung für Afrika, und mit einer Karte, die jetzt Afrika in den Flächenverhältnissen zeigt, konnte hier Arno Peters Erfolg haben. Es gibt Institutionen, zum Beispiel die UNESCO, die haben die Peters-Projektion verwendet. Es gibt auch in den USA Schulen, die die Peters-Projektion verwendet haben. Aber durchsetzen, breit durchsetzen konnte sie sich nicht. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Mercator-Projektion weiterhin eine sehr gute Projektion ist für Navigation. Welche Projektion haben wir heute? Es ist gar nicht so einfach zu sagen, welche Projektion sich jetzt durchgesetzt hat. Kartografinnen und Geografinnen benutzen Karten, die oftmals ein Kompromiss sind, die ein bisschen die Flächentreue aufgeben, ein bisschen die Winkeltreue. Doch die politisch stark verzerrende Mercator-Projektion ist immer noch häufig zu finden. Wie zum Beispiel bei dieser Karte. Oder ein weiteres Beispiel sehen Sie quasi hier. Vor allem aber die Google Maps-Karte benutzt die Mercator-Projektion, da eben hier es vor allem um Navigation geht. Okay, ohne Verzerren geht's also nicht. Aber sind Weltkarten ansonsten neutral? Ein sehr gewaltvolles Element in der Kartografie ist der Rahmen. Das ist die Ansicht, die uns allen vertraut ist. Wir können den Rahmen aber auch wechseln und Asien ins Zentrum setzen. Das, was wir ins Zentrum einer Karte setzen, ist von Bedeutung, ist wichtig. Unser Blick wird quasi auf die Mitte der Karte gelenkt. Das ist genauso wie bei einem Foto. Und bei der berühmten Mercator-Projektion war eben Europa in der Mitte. Arno Peters hat mit seiner Kritik hervorgehoben, dass diese Zentrierung auf Europa quasi auch Ausdruck eines eurozentrischen Weltbilds ist. Und zudem kommt, dass im 19. Jahrhundert der quasi Nullmeridian, also die Mitte der Karte letztlich, festgelegt wurde auf London, also quasi auf das Zentrum des damaligen britischen Imperiums. Oder aber wir drehen die Karte um und dann ist Norden unten. Stimmt. Wer legt das eigentlich fest? Im Universum gibt's ja kein Oben und Unten. Doch oben gilt in vielen Kulturen als höherwertig. Und mit dem Kolonialismus setzt sich die Nordung der Weltkarte durch. Auch bei Mercator sind Europa, USA und Russland oben. Muss das so sein? Nein, überhaupt nicht. Die Nordung ist eine Konvention des 19. Jahrhunderts. Wir haben hier eine Rheinlaufkarte, die Sie wahrscheinlich intuitiv drehen würden, weil wir es gewohnt sind, den Rhein vom Süden in den Norden zu sehen. Aber wir haben hier den Bodensee, wir können hier den Rheinlauf sehen und der Rhein, der dann in die Nordsee mündet. Die gesamte Karte ist nach Westen ausgerichtet, weil wir hier die Auseinandersetzungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich und Frankreich haben und es auch um die Festungen am Rhein geht, die sehr klar in die Karte eingezeichnet sind. Wie eine Karte ausgerichtet ist, zeigt also, was die Karte erzählen soll. Die übliche Darstellung mit Europa und USA oben finden nicht alle okay. Der Australier Stuart MacArthur wurde auf Weltreisen verspottet, dass er vom Ende der Welt käme. Daraufhin entwarf er 1979 eine andere Weltkarte. Eine nach Süden ausgerichtete, auf der sich Australien oben in der Mitte befindet, mit dem Nullmeridian auf Canberra. Und Europa? Ein Fleckchen am Rande. Was macht so eine Ansicht von der Welt mit uns? Nehmen wir mal an, wir hätten in der Schule mit einer gesüdeten Karte gelernt. Vielleicht wäre unser Weltbild heute anders. Weniger eurozentrisch zum Beispiel. Ich glaube, wir könnten viel besser auf unterschiedliche Perspektiven reagieren. Aber die Frage ist, ob das jemals gewollt war. Noch so eine Karte, die unser Weltbild in Frage stellt? Die America Invertida des Künstlers Joaquín Torres Garcia mit Argentinien oben.
Vor allem Menschen aus dem globalen Süden haben sehr früh die Macht von Karten kritisiert. Trotzdem sind die meisten Karten heute genordet, wie diese Weltkarte hier von der UN. Und selbst bei dieser Organisation mit globalem Vertretungsanspruch finden wir Europa im Zentrum. Karten zeigen also Machtverhältnisse. Aber schaffen sie sie auch? Das ist ja quasi das Henne-Ei-Problem. Was ist zuerst da? Die Macht oder die Karte? Sie zeigen Macht einerseits, weil diejenigen, für die die Karten produziert werden, ihre eigenen Territorien hervorheben. Aber sie schaffen auch Macht, indem sie Bilder und Vorstellungen, also mentale Karten produzieren über die Größe von Territorien, über eine Bevölkerungszahl, über Ressourcen, die sich bei den Menschen einprägen. Okay, diejenigen, die die Karten in Auftrag geben, beeinflussen, ob sie wollen oder nicht, wie wir die Welt sehen. Karten sind also wie andere Medien. Sie erzählen Geschichten und verbreiten Weltbilder. Wir finden Karten als politische Instrumente in vielen Medien und in vielen Verwendungen, also zum Beispiel etwa auf Briefmarken. Diese Briefmarke ist deshalb besonders interessant, weil sie das britische Imperium, die Zusammengehörigkeit mit der roten Markierung zeigt. Wie folgenreich kann so etwas sein? Können Karten zum Beispiel ganze Nationen erschaffen? Grenzen sind erstmal nur soziale Vereinbarungen. Sie werden oft willkürlich gezogen. Diese Karte von Native Land zeigt indigene Sprachräume. Politische Grenzen aber gehen darüber oft hinweg. Sie teilen die Landmassen auf. Wie diese Grenze im Vertrag von Tordesillas um 1500 in ein spanisches und portugiesisches Weltreich. Schauen wir uns eine Nationenbildung mal an einem Beispiel an. Das hier ist die erste Karte, die die Philippinen als ein Territorium darstellen. Die Carta Hydrographica y Chorographica de las Islas Filipinas hatte der spanische König Philipp II. In Auftrag gegeben. Er hatte die Inseln im 15. Jahrhundert unterworfen und benannt, nach sich selbst, daher Philippinen. Die Karte ordnet die Inseln bildlich und textlich Spanien zu. Es beginnt natürlich mit dem Wappen des spanischen Königs. Wir haben eine ganze Reihe von Schiffen und Schifffahrtsrouten, die deutlich machen, dass die Philippinen Teil eines transpazifischen Handelsnetzwerks aus spanischer Perspektive sind. Wir sehen hier eine indigene Bevölkerung, die ganz glücklich unter spanischer Herrschaft zu sein scheint. Und wir sehen spanische Architektur. Aber was war zuerst da? Karte oder Kontrolle? Diese Karte behauptet ja, dass der spanische König die Kontrolle über dieses Territorium hat, dass dieses Territorium seines sei. Tatsächlich hat sich aber die Macht der spanischen Krone in der Regel nicht weit über die Küstenlinien hinaus erstreckt. Aber sind Karten immer vor der echten Kontrolle da? Es gibt beide Modelle. Wir haben in einigen Fällen die Eroberung von Territorien, dann werden sie erfasst, vermessen und kartiert. Und wir haben aber auch Prozesse, wo wir sehen können, dass man Territorien verteilt, bevor man sie beherrscht. Das ist etwa im Fall von Afrika gewesen, wo die europäischen Mächte wie mit dem Lineal hinein Grenzen gezogen haben, die mit der Realität in Afrika, der Bevölkerung, den Lebensweisen überhaupt nichts zu tun hatten und so gewissermaßen für sich Afrika schon aufgeteilt hatten als Programm einer Eroberung. Karten waren quasi oft die ersten Eroberer. Tim Enotte, ein Vertreter der indigenen Gruppe der Zuni aus Neumexiko, hat einmal den Satz formuliert, dass indigene Bevölkerungen wahrscheinlich mehr Land verloren haben durch Karten als durch physische Konflikte. Okay, Herrschende nutzen Karten gezielt als politische Instrumente, vor allem für Grenzziehungen. Aber das ist doch wohl ein Instrument vergangener Zeiten, oder?
Das ist ein ganz typisches Muster, das wir in der Geschichte immer wieder finden und eben bis in unsere Gegenwart hinein, dass man auf Karten Territorien einzeichnet. Und China macht das im Moment in den Grenzgebieten und in Grenzgebieten vor allem, die wegen ihrer Ressourcen interessant sind. 2023 hat China eine Neuversion seiner nationalen Karte Chinas veröffentlicht, die nun unter anderem auch Teile Indiens und Russlands für sich beansprucht. Das hat ganz schön Schlagzeilen gemacht. Wie haben das die betroffenen Länder aufgenommen? Also es ist ja schon ein Affront, auf jeden Fall solche Karten zu publizieren. Und Putin muss es ignorieren, weil er so krass abhängig ist von China. Aber Indien zum Beispiel haben sich öffentlich dagegen positioniert gegen diese Karte. Ein weiteres sehr prominentes Beispiel ist die sogenannte Nine-Dash-Line, die man auf chinesischen Karten findet und die chinesische Territorialansprüche im südchinesischen Meer markiert und dabei quasi Territorialansprüche der Philippinen, Indonesiens und Vietnams tangiert. And enter the country of California. Welchen Zoff Karten sogar popkulturell auslösen können, zeigt der Film Barbie, der für die meisten Zuschauenden kaum sichtbar die Nine-Dash-Line andeutet. Ganz rechts im Bild, gestrichelt. Ein Affront. Die Philippinen blurten die Region, Vietnam verbot sogar den Film. Auch bei Google Maps kommt Politik ins Spiel. Mehrfach wurde nachgewiesen, dass Google seine Karten dem Standort der User anpasst. Beispiel: die Region Kaschmir. In Indien vermittelt eine durchgezogene Linie, das Gebiet gehöre zu Indien. In Pakistan eine gestrichelte Linie, es sei umstritten. Karten bilden also oft eine Perspektive ab und sind ein Baustein für die Identität von Staaten. Kann es überhaupt Staaten oder Imperien geben ohne Karten? Ich denke, dass es das nicht geben kann, weil man Herrschaftsbereiche überblicken will, Informationen darüber braucht. Selbst in der Antike haben wir Formen von Karten. Und wenn wir jetzt in die frühe Neuzeit gehen, die Imperien, die wir da haben, benutzen immer Karten. Die Idee der Nation funktioniert, glaube ich, auch ohne Karten. Aber letztendlich würden wir sie vielleicht weltweit niemals so anerkennen. Wie sollen wir uns Grenzen in Russland vorstellen, wenn uns jemand erzählt, ja, Russland ist eine Nation? Ja. Die Macht der Karte steckt also in der Art der Projektion, Fokussierung und dem Ziehen von Grenzen. War's das? Oder gibt es noch weitere Machtelemente von Karten? Wir haben hier eine der Karten aus den Kartenkriegen der Zwischenkriegszeit zwischen Deutschland und Polen, wo es um die Frage ging, wer spricht Deutsch, was gehört zu Deutschland, beziehungsweise umgekehrt, wer spricht Polnisch und was gehört zu Polen. Hier wird mit der flächigen Markierung behauptet, dass hier überall Deutsch gesprochen wird, obwohl wir hier eben auch polnisch sprechende Bevölkerungsteile in diesen Gebieten haben. Mal mehr, mal weniger subtil ist die Macht von Karten also auch durch Farben. Eine Farbe kann eine ganze Region framen, wie in dieser Karte eines Nachrichtensenders zur Terrorgruppe IS, nachgebaut vom Kartenmagazin Katapult. Irak, Syrien, Jordanien und der Libanon sind schwarz. Das suggeriert, dass diese ganzen Länder vom IS kontrolliert werden und völlig negieren, dass es auch Widerstände innerhalb der Länder gegen die IS gibt. Andere Medien färbten genauer, nämlich nur die vom IS kontrollierten Städte und Regionen, hier in Dunkelgrau. Eine besonders wirkungsvolle Farbe mit einer langen Geschichte in der Kartografie ist Weiß. Das britische Empire gab sie einem Kontinent in Ozeanien und hat ihn als Terra Nullius erklärt, als Niemandsland. Und durch die Farbe Weiß wurde alle bisherigen Geschichten, das Leben, das Land an sich ausradiert. Und es kam zu einer neuen Benennung.
Okay. Neben Projektionsart, Rahmung und Grenzziehungen sind auch Gestaltungsmittel wie Farben mächtig. Aber spielt das nicht alles nur bei großen Flächen eine Rolle, wo Gebietsansprüche wichtig sind? Davon abgesehen gibt es doch auch neutrale Karten, oder? Nehmen wir einen ganz gewöhnlichen Stadtplan. Da, wo eine Kirche abgebildet ist, steht sie ja auch in echt. Eine neutrale Betrachtung also. Nicht so ganz, denn dass überhaupt eine Kirche abgebildet wird und wie sie abgebildet wird, ist eine Entscheidung der Kartenmacherin. Jede Karte trifft eine Wahl, was wir sehen. Vor allem mit den Symbolen, die sie verwendet. Bleiben wir beim Beispiel Kirche. Hier haben wir eine topografische Karte vom Landesvermessungsamt Bayern aus den späten 80er Jahren. Und was hier beeindruckend dran ist, ist die Fülle an Signaturen für christliche Gotteshäuser, für große Kirchen, für kleinere Kirchen, für Kapellen, für Friedhöfe mit Kreuzen, für Heiligenbilder und für Wegkreuze. Und auf der anderen Seite haben wir keine Signaturen für Orte des Konsums beispielsweise, haben keine Spielplätze. Eine Art Themenkarte Kirche also. Auch etwas nicht zu zeigen, das sogenannte kartografische Schweigen, hat eine Wirkung. Es sind also nicht nur die offensichtlichen Propagandakarten, sondern alle Karten machtvoll. Auch die, die uns ständig begleiten. Was uns oft begegnet bei Google Maps Karten ist, wo können wir perfekt parken, wo können wir tanken, wo gibt es die nächste Shopping Mall. Aber es könnte auch ganz anders aussehen. Wir könnten zum Beispiel Orte markieren, wo man zum Beispiel super mit dem Inlinern oder mit dem Skateboard fahren kann. Oder eben Orte, schöne Orte in Hamburg, in denen wir verweilen können, ohne konsumieren zu müssen. Hier auf der Seite geht es um Anzeigekunden. Hier geht es eher eigentlich um das Allgemeinwohl der Menschen in der Karte. Diejenigen, die Karten in Auftrag geben, verfolgen Interessen. Soweit klar. Aber könnten wir nicht auch selber Karten kreieren? Nur, damit sich meine Karte verbreitet, brauche ich vermutlich Ressourcen, also Geld, Kontakte, Einfluss. Ein Kartenunternehmen hat das alles und global 90% Marktanteil. Welche Folgen hat das? Was liegt im Fokus? Was bleibt auf der Strecke? Dass es ein großes Unternehmen gibt, das die Welt vermisst, und uns ist allen bekannt, dass das Google Maps ist, wir haben das alle auf unseren Handys, hat zur Folge, dass wir uns durch den Raum bewegen und uns entlang von Symbolen orientieren, die zeigen, wo die nächste Tankstelle ist, wo ist das nächste Café, das nächste Restaurant. Und das führt dazu, dass unsere Raumwahrnehmung extrem reduziert wird auf Konsum. Dann erscheint die Stadt in gewisser Weise als eine Einkaufsfläche. Die Kartografie des Mittelalters war eine Repräsentation einer christlichen Weltvorstellung. Die moderne Kartografie war eine Kartografie der Vorstellung des modernen Nationalstaats. Und was wir heute erleben, ist sicherlich in einem ganz erheblichen Maße ein Bedeutungsgewinn von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Die kartografische Macht ist also aktuell gebündelt. Bei Google. Es trackt unsere Bewegungen, sammelt Geodaten und stimmt sie auf unseren Konsum ab. Mit Google Maps in der Hosentasche steuern uns Karten wie vielleicht nie zuvor durch die Welt. Man kann sich sicherlich auch fragen, was das auf so einer globalen Maßstabsebene bedeutet. Natürlich ist Googles Interesse an Großstädten im globalen Norden ein ganz anderes als in peripheren Gebieten, beispielsweise im globalen Süden. Weniger Anzeigenkunden, weniger gute Karten. Und das heißt auch weniger gute Auskunft über Krankenhäuser, Brunnen, Postämter. Deswegen gibt es ja auch Gegenbewegungen von unten, kann man sagen, etwa mit OpenStreetMaps und andere, die dann Dinge eintragen, die die Personen selber oder Menschen, die sich daran beteiligen, für bemerkenswert, für festhaltenswert in einer Karte betrachten. OpenStreetMap ist eine Open-Source-Alternative. Alle können mitmachen, wie bei Wikipedia. Ein ganz berühmtes Beispiel ist das Projekt Map Kibera gewesen. Kibera, ein Stadtteil von Nairobi in Kenia, war lange nicht von Google erfasst, obwohl dort 200.000 Menschen leben.
Doch 2008 bekam sie GPS-Geräte von OpenStreetMap. Damit konnten sie ihre Straßen eintragen, Gebäude, Krankenhäuser, religiöse Stätten. Der Vorteil gegenüber Google? Sie können alles eintragen, was sie selber wichtig finden. Auch nach der Zerstörung Haitis hat OpenStreetMap eine Karte für die Katastrophenhilfe erstellt. Karten wie OpenStreetMap verstehen sich als Alternativen, sogenannte Countermaps, Gegenkarten. Countermaps haben die Macht, eine andere Geschichte zu erzählen. Und sie zeigen uns, dass eine andere Welt möglich ist. Besonders drei Gruppen fordern die Macht von Karten immer wieder heraus. Menschen aus dem globalen Süden, Kunstschaffende wie Mark Twain mit seiner Paris-Karte und die Surrealisten mit ihrer Weltkarte ohne USA. Oder kritische Kartografierende wie Peters mit seiner Projektion. Solche Perspektiven können unsere Sicht verändern. In meiner eigenen Forschung im Nordosten von Peru arbeite ich zusammen mit der Quechua-sprachigen indigenen Bevölkerung in den Anden. Und wir haben gemeinsam eine Wasserkarte erstellt. Die Menschen dort zeichneten zunächst Karten. Und Singer digitalisierte sie dann. Und als ich mit den verschiedenen TeilnehmerInnen darüber gesprochen habe, dass das jetzt die finale Karte ist, waren sie alle mehr oder weniger erschreckt. Denn ich habe hier überall beim Wasser entlang des Flusses Totenköpfe platziert. Jedoch die Menschen meinten, Katrin, für uns ist Wasser viel mehr als nur eine Ressource. Es ist ein Gemeingut, es ist Teil unserer andinen Epistemologie. Hier leben Wassergeister in dem Gewässer. Und wenn du das mit einem Totenkopf markierst, reduzierst du das alles auf eine einzige Erzählung. Und so ist im Anschluss diese Karte entstanden. Und wir haben die Symbole quasi verändert, dass es kein Trinkwasser ist. Und ich habe daraus gelernt, wie schnell ich selbst westliche Vorstellungen oder meine Erzählung in eine Karte hineinbringe. Karten sind ein Spiegel vielfältiger Perspektiven auf die Welt. Es gibt sie nicht, die eine neutrale Karte. Das kartografische Handwerk ist durch die Digitalisierung viel leichter zugänglich geworden. Menschen können sich ihre eigenen Karten erstellen. Und das Wichtige ist, dass wir darauf achten, dass es eine Vielfalt von Produzenten gibt und dass wir uns darüber bewusst sind, dass hier immer Interessen, auch kommerzielle Interessen, Kartenhäuser müssen ihre Karten verkaufen oder im Internet entsprechende Werbung einblenden, mit verbunden sind. Ich glaube, diese Frage der Konzentration von Karten, die ist offen. Das würde ich sagen, ist ein unabgeschlossenes Projekt. Die Macht der Karten wird sich immer mehr konzentrieren. Davon gehe ich aus. Und gleichzeitig werden aber die Menschen, die diese Karten kritisch hinterfragen, die sich von Karten irritieren lassen, die vielleicht denken, oh, die Welt kann doch eigentlich auch ganz anders sein. Diese Menschen wird es immer geben. Karten umgeben uns heutzutage überall. Weil sie selbst schon eine Interpretation der Welt sind, werden sie sich immer wieder verändern. Wie unsere Weltbilder. Und auch wenn wir nicht alle gleich selber Karten machen müssen. Welche Karten wir nutzen, hat eine Auswirkung auf die Realität.